Wir verkosten den Pink Petrusy vom, wie der Name schon sagt, Weingut Petwetz in Rheinhessen. Ich habe ihn hier schon im Glas und er zeigt eine sehr schöne rosarote Farbe, die fast ins Pinke geht. In der Nase habe ich hier vor allem weiße Blüten, ganz viel Erdbeere, aber ganz dezent, nicht irgendwie aufdringlich und vor allem Haselnuss. Er macht auf jeden Fall sehr viel Lust, ihn zu verkosten, was ich auch direkt mal tun werde. Und auch hier habe ich wieder die schöne Erdbeernote. Ich habe ein paar Kräuter, vor allem Thymian schmecke ich raus. Er ist sehr cremig im Mund, füllt den Mund aus und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu trinken, macht auch Lust auf mehr. Ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, an einem schönen Sommerabend, vielleicht zum Grillen mit gegrilltem Lachs oder Schafskäse. Gerne auch zu einem leichten Salat mit einer schönen Fruchtkomponente, zum Beispiel Melone oder eben Granatapfelkerne. Christian Peth gilt in Deutschland als Top-Erzeuger für Rosé. Wo andere das Thema nämlich nur stiefmütterlich behandeln, zeigt er einen ganz besonderen Ehrgeiz und greift dabei auf insgesamt 11 unterschiedliche Rebsorten zurück und zaubert dann diesen wunderbaren Rosé unter anderem. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Verkosten und Cheers!